Hi, ich bin die Caro, bin Trainerin hier von Das Gym und lade euch heute ein zu einem Workout, zu einem Bauchbeine-Po. Und ja, ich würde sagen, wir wollen nicht lang fackeln, sondern direkt anfangen mit einem Warm-up. Stell dich dazu erstmal hüftschmal auf, geh etwas leicht in die Knie, schieb das Becken ein bisschen nach vorne, spann den Bauch an, richte das Haupt auf und dann darfst du erstmal die Schultern kreisen und die Zehen ranziehen. Genau, auf und ab. Und schön und groß und weit. Lass die Arme lang. Atme tief durch. Vier noch. Drei noch. Zwei. Und dann darfst du deine Hände an dein Schlüsselbein anlegen und außen große Kreise zeichnen mit den Ellbogen. Denn auch wenn es ein Bauchbeinpo ist, dürfen wir nicht vergessen, den Oberkörper mit aufzuwärmen. Jetzt noch ein bisschen größer. Arme schön weit nach oben und außen große Kreise. Jawohl, ein paar Mal noch, schön weit nach oben. Einatmen, ausatmen, tief. Einmal noch. Sehr gut, einmal Hände öffnen und schließen. Genau, richte dazu die Brust weit auf und zieh die Schulterblätter schön auseinander. Einmal noch. Und die Hände auf die Knie. Rücken rund, Rücken lang. Ich zeige es dir von der Seite. Achte dabei, dass du dein Becken schön mit einbeziehst. Rund und wieder lang. Jetzt etwas größer und wir gehen dazu noch mehr in die Knie. Rücken rund und Rücken lang. Vielleicht versuch ein kleines Hohlkreuz zu bilden. Okay, richte dich auf und dann darfst du nochmal auf den Füßen auf- und abschwingen, sodass du dich schön auf die Fersen stellst und auf deinen Fußballen. Okay, auf einer Fußspitze die Ferse kreisen. Schön rund auf einer Stelle, andere Seite. Die Hände dürfen mal kurz ein bisschen Pause machen. So, stell dich auf ein Bein und kreise dazu nochmal mit den Knien möglichst weit nach außen. Der Rumpf bleibt fest. Jawohl. Und das Becken zeigt weiterhin nach vorne. Andere Seite, Balance halten und große Kreise zeichnen. Kleiner Tipp, achte vielleicht für den auch beim Stand mehr auf das Standbein, dann fällt dir die Bewegung leichter. Okay, so, das einmal alles von dir wegschütteln. Ich würde sagen, wir fangen direkt an, das müsste reichen. Hüftschmaler Stand und wir beginnen mit einer einfachen Kniebeuge. Kniebeugung. So, und wenn wir das tun, darfst du jetzt peu à peu bei dir kontrollieren, ob die Füße geradeaus stehen, vielleicht leicht nach außen gebeugt. Dann die Knie bleiben parallel zum Fußrücken bis maximal zur Fußspitze. So, den Popo möglichst weit nach hinten setzen, als wäre hinter dir ein kleiner Kinderstuhl. Dabei bleibt die Bauchdecke fest zur Wirbelsäule, der Rücken schön lang. Die Brust zeigt nach oben, nach vorne. Also weniger so, ja, wie so ein Klappmesser, sondern mehr aufrechte Haltung. Ja, haben wir schon mal ein paar hundert gemacht. Und ein bisschen das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht. Jetzt im Wechsel ein Schritt nach rechts und ein Schritt nach links. Komm dabei weiterhin so tief es geht. Rechts und links. So hüftbreiter Stand. Vielleicht ein bisschen größer jetzt. Aber nicht ganz zu weit. Nur ein bisschen. Ich hoffe, ich röchle euch jetzt nicht so ins Mikro. Geht nämlich ein bisschen schon auf die Puste. Noch ein Stückchen größer. Aber Schwerpunkt bleibt mittig. Zwischen den Füßen. Die Hände schön dynamisch nach vorne für die Balance. Ein kleines bisschen können wir noch.
Jawohl. Die letzten vier noch. Drei, zwei, ich zeig dir schon mal einen Ausfallschritt zur Seite. Dabei ist innen das Bein lang, außen gebeugt. Dennoch, Schwerpunkt nach hinten. Ja, wie beim Ausfallschritt. Ach, Kniebeuge. Schön nach rechts und links pendeln. Und wir werden wieder etwas kleiner. Die Sumo Squats. Dabei wieder schön tief arbeiten. So breit es geht. Wieder eine Stufe kleiner. So mittel. Ich hoffe, das passt. Vier noch. Drei, zwei, einmal noch. Jetzt die kleinen. Klein. Rechts und links. Und ganz egal, wie viele Kniebeugen wir machen, achte trotzdem immer auf eine gute Technik. Auf der Stelle, am Platz, die letzten. Und spätestens jetzt sind wir warm. Vier noch. Drei, zwei. Jetzt bleiben wir unten für drei kleine. Drei, zwei, eins. Wieder hoch. Das darf jetzt mehr noch in den Oberschenkeln brennen. Unten noch ein bisschen länger. Für drei, zwei, eins. Nochmal. Drei, zwei, eins. Wenn du bounst, also ein bisschen wippst und wiegst, darfst du auch drauf schauen, dass du die Bewegung nicht allzu klein machst. Also ruhig bis zur Mitte immer wieder wippen. Jetzt noch länger. Vier, drei. Einmal hoch. Vier, drei, zwei, eins. Länger. Halten. Halten. Das zwiebelt auch bei mir. Keine Sorge. Vier noch. Drei, zwei. Wir halten unten. Im Wechsel. Rechts und links die Ferse hoch. Dabei bleibst du schön sitzen. Wie auf einem Kinderstuhl. Schön die Ferse hoch, schön auf den Fußballen stellen. Beide. Up and down. Fester Rumpf. Weiter noch. Vier. Drei. Zwei. Letzter. Oh, das tat auch bei mir ganz schön weh. Oh. So, das reicht an Kniebeugen. Jetzt Ausfallschritte. Beginne dazu auch wieder im Hüftschmeinstand. Ich zeig's dir besser von der Seite. Und erst ein Fuß zurück, einmal tief, einmal hoch. Die Hände darfst du auch hier dynamisch mitnehmen. Oder in die Hüfte legen. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Brust aufrecht bleibt. Wenn du hinten den Fuß abstellst, dann bitte nur den Fuß ballen. Und stell die Ferse weit oben auf. Vorne Druck auf den ganzen Fuß, sodass du schön über den Oberschenkel nach oben kommst. Rück, runter, hoch, schließen und Seitenwechsel. Andere Seite. Komm nur so tief, wie du dich sicher aufrichten kannst. In der Regel machen die meisten auch den Schritt zu groß. Und haben die Hüfte schief. Schau, dass das Becken dahin weiterhin neutral bleibt. Rück, tief, hoch, schließen. Einmal noch. Und jetzt nur mit einer Seite tief. Runter, hoch, schließen.
tief, runter, hoch. Schließen. Jetzt etwas schneller. Runter und hoch. Wir sind quasi auf der ersten Seite, auf der ersten Beinseite. Hier kannst du auch gerne wieder die Arme mitnehmen. Ein bisschen noch, die letzten 8, 7, 6, 5. Aufrecht bleiben. 4 noch. 3, 2 und wechsel. Zweite Seite. Tief und hoch. Auch wenn wir jetzt etwas dynamischer arbeiten, achte dabei darauf, dass die Ferse oben bleibt. Ein bisschen länger noch. 8, 7, 6. Bitte nicht abstützen auf das Knie. Ja, die Hände in die Hüfte oder dynamisch mit. Nochmal Seitenwechsel. Diesmal aber, wenn du möchtest, mit Knie anziehen. Jawohl. Schön hoch. Oder wie gesagt, mach noch eine zweite Runde so. Das geht auch. Denn die allerwichtigste Regel gilt, jeder macht das Training für sich und sucht sich sein Level aus. 4 noch. 3. Balance halten. Letzter. Und wieder wechseln. Ich zeig's diesmal von vorne. Schön hoch. Boah. Bisschen Herz-Kreislauf-Training. Haben wir auch dabei. 8 fehlen auch hier. 8. 7. Es darf gerne etwas brennen. Komm, so tief es geht. Die letzten. Huah. Letzter. Okay. Beine ausschütteln. Huah. Jetzt haben wir eigentlich schon das Schlimmste hinter uns. Jetzt geht's auf die Matte. Sedele. Wir beginnen im Vierfüßlerstand. Kommen jetzt zu dem Bauchteil. Meine Lieblingsübung. So. Hände auf die Matte legen, unterhalb der Schulter. Und wenn du dich stützt, bitte nur auf Handballen und Fingerkuppen. Bitte weniger mit der durchgestreckten Hand. Also, Handballen und Fingerspitzen. Ellbogen sind leicht gebeugt. Die Knie unterhalb der Hüfte. Füße darfst du aufstellen. Bauchdecke fest, Schultern zurück. Heb die Knie an. So 2 cm. Oberhalb der Matte. Jetzt schön den Bauch anspannen. Noch ein bisschen halten. Ihr wisst, ich bin nicht so der große Fan von Crunches. Warum, wieso, weshalb, muss ich jetzt nicht erklären. aber es gibt so viele andere tolle Übungen wie diese. Viel funktioneller. Viel besser, viel natürlicher. Du kannst natürlich auch weiterhin halten oder kurz die Knie absetzen. Oder nun mit mir die Füße nach hinten ausstrecken, sodass es ein bisschen schwerer wird. Der Oberkörper bleibt ruhig. Halte die Füße nun hinten. Wenn du denkst, oh, meine Hände, dann darfst du gerne jetzt auf die Ellbogen ausweichen. Oder versuch, standhaft zu bleiben. Beine schön gestreckt, Schultern zurück. Ein bisschen noch. Die letzten Sekunden. Auf Ellbogen oder auf Händen. Oder gegebenenfalls auf den Knien, aber nicht absetzen. So, nun zur Seite. Dreh dich nun. Ellbogen bleibt unterhalb der Schulter. Die Füße voreinander. Wenn du die aufeinander stellst, ist es etwas schwerer. Je weiter die Füße auseinander sind, dann ist es leichter. Wir halten noch ein bisschen, würde ich sagen. Schön für die Rumpfmuskulatur. Vor allen Dingen für die quer verlaufende Bauchmuskulatur. So, einmal Wechsel. Jetzt sehe ich euch gar nicht mehr. Achte dabei, dass du nicht durchhängst, sondern schön nach oben arbeitest. Schön
weit weg vom Boden. Vier noch. Den Kopf bitte nicht hängen lassen, sondern bitte tragen. Vier noch, gegebenenfalls auf den Knie aufsetzen. Und die letzten Sekunden in der Mitte. Na, komm, wir halten durch. Wir schaffen das. Und ansonsten, wenn du das Video nochmal ansiehst, dann machst du es beim nächsten Mal länger. So. Und absetzen. Hab du gut gemacht. Geh mal ganz fest davon aus. So, wir gehen einmal in Rückenlage, um zum zweiten Bauchteil zu kommen oder zu den zweiten Bauchteilübungen. So. Wenn wir in Rückenlage Bauch trainieren, achte bitte dabei drauf, dass die Rippenbogen schön geschlossen sind, sodass du mit dem Rippenbogen schön auf der Matte aufliegst. Die Bauchdecke immer nach unten ziehen Richtung Wirbelsäule, weniger nach Richtung Beckenboden oder zur Decke pressen. Also Rippenbogen schließen, Kontakt mit dem Rücken auf der Matte herstellen. Und wenn du möchtest, darfst du den Kopf anheben. So, Hände schön lang. Ein Bein. Noch ein Bein. Kontakt mit dem Rücken auf dem Boden bleibt. Halte. Ein bisschen leichter ist es, wenn du im Wechsel mit dem Fuß am Boden auftappst. Ja? Oder bleib oben, halte schön Kontakt mit dem Rücken auf der Matte. Du darfst es dir noch schwerer machen. Beine strecken, kurz halten und wieder ran. Strecken, kurz halten und Beine wieder ran. Strecken, halten, Druck nach unten, ranziehen. Einmal noch. Strecken, kurz halten, ranziehen. Okay, leg den Kopf ab für eine kleine Pause. Hände auf die Seite. Und dann pendeln wir von rechts nach links. Die Füße bleiben dabei in einem rechten Winkel. Also die Waden schön weg vom Po. Die Hände nur locker auf der Seite. Achte dabei drauf, dass du so wenig Druck wie möglich mit den Händen am Boden ausübst. Schön über die Rumpfmitte. Wieder die Beine zur Mitte wieder ranziehen. Einmal noch. Du kannst dabei bleiben oder etwas schwerer machen. Beine zur Seite. Beine strecken und im Halbkreis wieder ran. Zur Seite. Beine strecken. Im Halbkreis wieder ran. Oder du hältst. Du hältst und führst die Beine wieder zur Mitte zurück. Ich zeig's dir nochmal, die Alternative. Kurz halten und zur Mitte wieder zurück. Oder zur Seite, strecken, Bauch schön festhalten, Halbkreis und ran. Beine strecken, Halbkreis. Ran. Mit Kopf anheben oder ohne. Ganz wie du magst. Wichtig ist, dass du schön über die Körpermitte arbeitest. Okay. Beine nach oben. Fingerspitzen zu den Fußspitzen. Und einmal hoch zu den Zehen greifen. Und je höher du kommst, desto mehr musst du den Bauch zur Wirbelsäule ziehen. Also, dass du weniger den Druck Richtung Beckenboden schiebst, sondern noch mehr Richtung Matte. Hoch und tief. Boah, das darf jetzt auch brennen. Ein bisschen mehr nach rechts und ein bisschen mehr nach links. An den Füßen vorbei. Wer so klein ist wie ich, der ist klar vom Vorteil. Wir kommen schon von Natur aus sehr nah zu den Füßen.
Die letzten noch. Bis der Bauch Feuer fängt. Vier noch. Drei. Zwei. Oh. Und jetzt dürft ihr ein- und ausatmen. Entspannen. Cool down. So. Einfach die Beine nach rechts und links pendeln lassen. Ein- und ausatmen. Ganz, ganz locker. So. Dann darfst du einmal die Beine anheben. Nochmal. Popo auf links schieben, die Beine auf rechts. Und einmal in entgegengesetzte Richtung blicken. In die Kamera. So weit wie möglich mit der Schulter Richtung Boden. Die Füße so tief wie möglich. Und schön in den Rippenbogen einatmen. Schau, dass die Beine, also die Füße weit weg sind vom Popo. Dass du so liegst wie ein Z. Dann das Ganze auch auf der anderen Seite. Komm zur neutralen Mitte wieder zurück. Den Popo auf die andere Seite. Und die Beine wieder ablegen. Und in entgegengesetzte Richtung einmal blicken. Schau, dass du so weit wie möglich mit der Schulter den Boden erreichst. Die Knie bestenfalls aufeinander legst. Die Waden sind weg vom Popo, dass du liegst wie ein Z oder ein S. Und schön in den Rippenbogen einatmen, sodass du dich schön öffnest und fallen lässt. So, wieder zur neutralen Mitte, wieder zurück. Du darfst in beide Kniekehlen greifen, dich ein bisschen auf- und abschwingen. Und wenn du oben angekommen bist, darfst du dich aufrichten und wieder mit dem Becken nach hinten kippen. Betone vor allen Dingen das Aufrichten. Zieh die Schultern dabei weit zurück. Okay. Dann einmal aufrichten in den Kniestand. Zeig es dir mal ein bisschen seitlich. Becken nach vorne rollen, sodass wir schön den Hüftbeuger in die Länge ziehen. Und die Arme zur Seite. Wenn du noch ein bisschen mehr nach vorne gehst, eigentlich geht das auch nicht ganz viel, dann merkst du, wie es von den Knien an über die Oberschenkel, Vorderseite geht, bis hier oben zum Hüftbeuger. Beuge einmal die Arme und klopf dir selber mal auf die Schulter und sag, das habe ich gut gemacht, alleine zu Hause. Sehr brav. Okay. Oder vielleicht ist ja eine Freundin bei dir. So, auch wieder auf der anderen Seite, Becken nach vorne rollen, sodass du wirklich hier schönes Stretching in der Oberschenkelvorderseite und im Hüftbeuger spürst. Die Arme zur Seite und schön groß machen. Dann darfst du die Fäuste einmal schließen und die Daumen nach oben anheben und sagen, yes, jetzt schaue ich mir noch ein weiteres Video an. So. Sehr gut. Hände auf die Oberschenkel. Beine ausschütteln. Und nochmal tief einatmen und ausatmen. Das habt ihr super gemacht und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Und am meisten hoffe ich natürlich, dass wir uns wiedersehen. Macht's gut!